Ja, hi und damit willkommen, Leute. Ich bin der Bruger. Ihr seht hier Nebraska, ein Horrorspiel von Steam. Es geht wohl darum, wir sind in den Norden aufgebrochen, um unerforschte Regionen zu ergründen, so ein bisschen für uns. Und dann geschieht etwas. Mehr kann ich nicht sagen. Wir starten rein und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ist gerade der Wasserspiegel gestiegen. Okay. Nicklichter. In 2020, for my journalism, I was exploring the rural areas of Nebraska for a book I'm writing about the strange and undocumented parts of Midwest America. As I was driving around rural Nebraska, the cold snow was freezing the interior of my car like the inside of a fridge. I was keenly aware that my fuel meter had been sitting on E for the last couple of miles. Adding to the problem, I hadn't seen any sign of civilization for hours. As the car slowly rolled to an inevitable stop in the unforgiving rural Midwest, I noticed something far in the distance. It was some kind of building, covered by the sea of snow and trees that surrounded it. In a desperate attempt for help and sheer curiosity, I ran down the road until I reached the uncanny structure. The building had an entrance with a wide, grinning mouth painted around the door that had faded away, caused by the harsh conditions and test of time. I pushed on the door and was amazed to hear the sound of the door squeak slowly open. I stepped in and cracked my glow stick to illuminate the darkness of the room. In between the midst of empty boxes and rotting wood, there was a sign above the unattended cashier stand which read, "Welcome to the House of Horrors." At this moment, it was clear. This was a Halloween attraction of some sort that had been abandoned. Unsure of when or how long it had been abandoned for, and left with no other option, I began to explore, pressing a button behind the cashier stand, which opened a door to the start of the attraction's experience. When I stepped in fully, there was a loud buzz and the sound of the door slamming behind me. I was trapped. Ich habe gerade mal ganz kurz nachgeschaut. Thank you for coming to the attraction. We hope you enjoy this automated experience. Also Nebraska ist nicht mal wirklich im Norden, es ist so mittlerer Westen der USA. Und da gibt es wohl ein paar der freundlichsten Städte der USA. Hier gibt es Ebenen, Prärien, Sanddünen und Landwirtschaft, besonders Mais wird da angebaut. Also gut, er ist auf jeden Fall aufgebrochen, ist dann in den Schneesturm geraten und hat schon seit einiger Zeit kein Benzin mehr. Dann kam das Auto zum Liegen und er hat dann diese Hütte... Oh Gott, ist die Maus schnell. Mach die mal ein bisschen so. Ja, hat dann diese Hütte gefunden, da war so ein komisches Grinsegesicht drauf, so ein verwittertes. Und jetzt ist es wohl so eine Art Halloween-Attraktion hier. Ja, ich bin gespannt. Nebraska. Eine Taschenlampe. Das ist wieder so typisch. Er fährt irgendwo hin, nimmt keinen Ersatzbenzin mit, hat natürlich auch keine Taschenlampe dabei. Nix. Gar nix. Diese Skelette sehen fast schon realistisch aus. Was ist das hier? Ein Metallkäfig, der was enthält, was aussieht wie elektrische Verkabelungen, die mit den Lautsprechern an der Decke verbunden sind. Ich frage mich, warum sie russische Buchstaben drauf haben in der Mitte von Amerika. Ja, ne? Und vor allem, dass hier noch so Strom drauf ist. Aha. Ja, mit Linksklick kann ich die öffnen und schließen wieder. Ah ja. Warum? Das Gamepad geht hier gar nicht übrigens. Ich hab mal kurz getestet. Ne, geht nicht. Aha. Ich mag aber das Leuchten. Das ist angenehm auf jeden Fall. Wenn es nicht so direkt im Gesichtsfeld wäre. Aha. Ah, oh, sehr gut. Ich kann den raus und wieder rein. Ins Inventar. Kann ich mich auch ducken? Ah ja, mit Steuerung. Okay. Alles kapiert. Die ganze Steuerung hat sich mir erschlossen. Easy. Aha, aha.
Das ist aber ein bisschen lange für ein Horrorhaus. Warte mal, ich will mal wissen, was die andere Richtung war. Und er hat ein sehr gutes Sprinttempo, das mag ich auch. Und offensichtlich keine Ausdauer. Eigentlich perfekt. Was hint, wenn ich hier Flashing press N. Ah, mein Dokument, okay. Was ist denn hier? Ist überbrummt. Was? Select Item Inventory. Ah ja, mit Tab, okay. Dann noch Glowstick, Notebook und hier sind noch die Temperatur. Die Körpertemperatur und man sieht hier prozentual, wie gesund ich bin. Die Tür bewegt sich nicht, aber da ist eine kleine Öffnung, wo ich mit einer Art Werkzeug hantieren könnte. Ich brauche eine Art Werkzeug. Ach so. Also ist es schon ganz gut gewesen, dass ich hier war, beziehungsweise hätte ich jetzt wahrscheinlich hier eh was gefunden. Aber so die ganze Stimmung finde ich schon mal ganz cool. Ich mag Horrorhäuser, wenn sie gut gemacht sind. Oh, wo waren das? Ja, ob echt oder nicht, es sieht aus, als hätten sie keine Plätze mehr gehabt, um diese Knochen zu verteilen. Also haben sie aufeinander gepackt. Hä? Ach, da unten. Ich dachte, das wäre ein Aufzug, aber das ist... Ja, man sieht es halt ein bisschen schlecht. Ja, jetzt sieht man es besser, die ganzen Knochen. Okay. Ja, Inventar habe ich schon rausgefunden mit Tab. Aha, Physik hat es auch noch. Wie lange ist dieser Ort jetzt schon verlassen? Diese Mumie und viele andere Dinge haben schon überall Spinnenweben. Aber die Kerzen sind immer noch angezündet. Das waren eher die Fackeln, hä? Aha, ein Brecheisen. Ist eins meiner Lieblingswerkzeuge in Spielen. Das ist immer gut. Außer die geht so schnell kaputt, dann finde ich das ein bisschen schade. So. Ja, mache ich das so? Ja, ein Metallobjekt. Okay, er holt es auch raus, sehr gut. Aha. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, es wird so ein Verfolgungshorror, aber dass wir Lebensenergie haben, das lässt schon ein bisschen drauf schließen. Halt dein Auge auf deine Temperatur, du kannst... Okay, du wirst wahrscheinlich umkippen, wenn du unterkühlt bist. Und... Oder, also so eine Art Heatstroke, Hypothermia, wie sagt man da? Also, dass man das Gefühl hat, einem wird super heiß, aber dabei wird einem halt super kalt und man erfriert quasi. Das ist das Phänomen, wenn Leute sich auf einmal anfangen auszuziehen, obwohl sie eigentlich total unterkühlt sind, weil der Körper denen dann so ein bisschen vorgaukelt... Du hast gerade voll die Hitze. Zieh dich mal lieber aus. Okay, da haben wir schon mal einen Schlüssel. Okay, da ich alles hochheben kann oder fast alles, finde ich so ein bisschen irritierend. Irgendwann ist mal was drunter versteckt und ich finde es nicht. Der Schalter für den Stromstand an zu sein. Dieser Ort ist besser mit Strom versorgt, als ich zuvor gedacht hätte. Habe ich das? Oh, natürlich ist Brecheisen jetzt weg. Door locked. Habe ich den Schlüssel in der Hand? Guck mal. Die Ratten sind's. Die halten den Ort am Laufen. Seltsam, dass das einzige in diesem Raum, was kaputt ist, das Schränkchen ist. Sieht aus, als hätte jemand es mit Absicht zerstört. Aha. Das sind so uralten Nakedai-Zeichnungen. Oder Bilder. Zeichnungen, ja. Die Suppe ist schimmelig. Muss ja schon seit einiger Zeit stehen. Sieht aus, als hätte irgendeine Art katastrophales Ereignis stattgefunden. Und dann ist dieser Ort verlassen worden von allen. Warum dreht sich der Globus? Warum würde jemand einen Raum verschließen, wenn es da nichts gibt? Hinter Bücherregal. Sag mal. Ich kann es nicht richtig bewegen. Aha. Oh,
Oh, das ist bestimmt irgend so ein Giftgar. Ah! Okay. Also das Gas war bestimmt nicht so gut. Oh, von wie hoch bin ich runtergefallen? Das ist auf jeden Fall keine Attraktion mehr hier. Bisschen verletzt bin ich auch. Finde Schmerzstelle, um deine Lebensenergie zu erhöhen wieder. Ah ja, okay. Sie werden automatisch benutzt, wenn du sie aufhebst. Was? Um rennen zu rennen? Ja, das weiß ich da alles. Das wissen wir doch alles. Ich könnte das Holz nicht bewegen, es ist zu stark. Das könntest du locker wegtreten, das ist innen vernagelt. Also komm. Boah, das finde ich am allerekligsten, wenn da dieses alte Klopapier mit der ganzen Kacke drin runterhängt. Okay, es ist ziemlich kalt. Was hier? Rauchen verboten. Wow, der Truck ist kaputt. Sieht aus, als wäre er explodiert. Aber was könnte er hier am Abwasserkanal machen? Es sieht auf jeden Fall von der Charakteristik sehr militärisch aus. Ja. Okay. Wo kam ich denn jetzt genau her? Storage Area. Eine große Toolbox. Verschiedene Papiere sind drauf rangeheftet. Aber ja, die sind schon sehr verblichen. Das macht sie unlesbar. Unleserlich. Ein Hammer. Hat so ein bisschen Amnesia-Charakter, oder? Ich find's gut. Eieiei, Ventilrad. Sieht aus, als hätte jemand dieses Flutlicht hier hingestellt, weil das Licht schon seit einiger Zeit nicht richtig funktioniert in diesem Raum. Der Wasser geht an, aber es kommt kein Wasser raus. Wahrscheinlich ist jemand aus diesem Grund hier weggegangen. Aber wenn das weiß, warum sollten sie die Tür verbarrikadieren? Ach, die Tür. Kein Killer. Ah, meine Gesundheit ist gut, also werde ich sie jetzt in meine Tasche lagern. Funktioniert das denn richtig, sag mal? Ich kann das nur so schubsen, ich kann es gar nicht richtig hochheben. So, jetzt gehe ich wieder dahin zurück, wo ich eben war, oder? Nee. Okay. Habe ich mich jetzt komplett in der Richtung vertan, oder was? Ach nee, da ist doch die Storage Area. Wird's kälter? Oh ja, es geht runter, die Temperatur. Okay, dann müsste ich eigentlich rennen, dass mir wieder warm wird. So ein bisschen. Ja, aber gut Ausdauer, ne? Jetzt gehen wir mal hier lang. Ach, hier war das mit den Brettern. Sehr gut. Da kann ich direkt das Ventilrad benutzen. Stop using to equip, okay. Alles klar, Valve. Zack. Ach, das war's schon, der ganze Abschnitt.
Ich muss einfach nur den Hammer und das Ventilrad finden. Okay. Wow. Schade, ich hätte jetzt gerne noch mehr dem Haus geguckt, aber es ist wohl nur diese Anlage hier, um die es dann im Endeffekt geht. Was ist das denn? Was ist das für ein Ding? Was immer auch es ist, es strahlt Hitze ab und ich kann es durch das Fenster spüren. Ist das nicht das Ding aus dem Intro, was wir gesehen haben? Eieiei. Dieses Ding sieht ähnlich aus wie das, was ich durchs Fenster gesehen habe. Nur kleiner. Was sind das für Dinger? Was? Geschlossen. Hier hat jemand geschlafen? Das hat ein sowjetisches Logo drauf. Scheint, dass diese Einrichtung eine sowjetische Basis war, die verschiedene... Ja, und die verschiedenen Zeichen sind in Russisch. Wie kann das sein? Die Sowjetische Union wurde 1991 aufgelöst und wir haben jetzt 2020. Haben Wissenschaftler oder Doktoren hier in den Räumen gelebt? Ich vermute, eine normale Person hätte nicht so viel medizinische oder Medizin, die da rumliegt. Hä? Was ist das denn für eine Vermutung? Nur Doktoren können so viel Medizin da rumliegen haben, oder was? Ist doch Quatsch. Oder Ärzte halt, ne? Ich finde das ein bisschen quatschy. Was ist das denn? Eine Zeitung, die... ja, verblichen ist, aus ungeklärten Ursachen. Es ist klar, dass... die Menschen in dieser Einrichtung für einige Zeit hier waren. Suche nach Notizen für die wichtige Hintergrundstory. Okay. Ja, wenn die alle verblichen sind, dann... Aha, ein Schlüssel. Ein Goldschlüssel, ich frag mich, was er aufschließt. 11. März 2011. Heute bin ich mit großer Anticipation, also ich kenne jetzt übersetzt mit Antizipierung, aber mit großer Vorfreude auf mein Experiment in die Phase 2 gegangen. Nach meiner Arbeit an Gefangenen im Kalten Krieg wurden meine Talente bemerkt und haben mich hier nach N4 gebracht in 2008. Kurz nachdem ich meine Forschung begonnen hatte, ist eines meiner Experimente erfolgreich gewesen. Eine Flugmutation von Ratten, indem ich einfach eine Dissektion an einer Biene vorgenommen habe. Ich habe Patient 95... Nee, was? Mir wurde gesagt, Patient 95 wird hergebracht in den kommenden Tagen. Er wird ein wahrer Erfolg werden. Hier in der Einsamkeit der Anstalt zu leben, macht mir seit einiger Zeit zu schaffen, da ich keine Verbindung zu meiner Familie in Russland habe oder der Außenwelt. Und die Rationen sind trockenes Brot und das triggert Erinnerungen an den Krieg. Aha. Die Stahlbetten bringen meinen Schmerz zurück und die nächtlichen Albträume des Krieges lassen mein erbärmliches Homo Sapiens Gehirn wenig Ruhe finden. Trotzdem sehe ich es als einen Segen, dass ich, je länger ich wach bin, desto erfolgreicher kann ich meine Forschung weiterführen und desto eher bringe ich die Union an eine stärkere Linie der Kreat... Was? Bring my union to a stronger line of creatures. Achso, desto näher kommt meine Erschaffung der stärkeren Kreaturen, zu denen ich sie eines Tages upgraden kann. Patient 95 wird der Anfang einer langen Linie von Kreationen sein, so, dass die Welt niemals meinen Namen vergisst. Dr. Evgeny Alekhin. Sogar mit Unterschrift. Ich gebe mein Bestes, aber ich übersetze wieder manchmal ein bisschen komisch wahrscheinlich.
Also er hat einfach Versuche durchgeführt an Menschen. Eine Offiziersmütze, ein anderer sowjetischer Hut, außer... Ja, die sieht halt sehr militärisch aus. Die Einrichtung muss ein massives Projekt gewesen sein von der russischen Regierung, die Wissenschaftler beherbergte, Doktoren und auch militärisches Personal. Gibt's in den Schubladen was? Das wäre das Erste, was ich machen würde, Schubladen öffnen. Von wegen House of Horror. House of Russians. Aber was ist jetzt hier so der Horror dran, frage ich mich. Noch ist ja nichts passiert. Derselbe Käfig, der elektronische Verkabelung innehat wie der am Eingang. Alles fängt jetzt an, Sinn zu ergeben. Es war niemals eine Attraktion, nur eine einzigartige Fassade für diese ganze Einrichtung. Das sind die Bäder. Also mal Painkillers. Ach, der hat die einzeln, der stackt die gar nicht. Ah, das ist immer eine geile Dusche. Alles voller Spinnenweben. Das sah eben aus, als würde da einer stehen. Ein Müllcontainer gefüllt mit Holz und ja, Zementstücken oder so. Sie waren dabei, den Raum hier auszubauen. Kein Zweifel. Wie gesagt, Atmo und Musik sind cool, aber irgendwie wünschte ich mir so ein bisschen mehr. Es wird wieder kalt. Ah. Ist bestimmt die Tür oben aufgegangen, oder? Das mir. Benutzt er die Painkiller jetzt automatisch, wenn mir zu kalt wird? Was würden wir jetzt eigentlich machen, wenn wir irgendwo hinkommen und da ist einfach die Tür dann abgeschlossen? Wäre ein bisschen blöde. Nehmen wir mit. Ja. Schraubendreher. Aber hier. Neue Generation Sowjets. N4-Basis Hauptquartier Nebraska. Wissenschaftliches Operationsteam. 106 Peacekeeper Drive. Auf Foot ab AFB. Nebraska. Betreff N4-Basis Operation. Erstens. Projekt Force Structure und Management. Absichten. Implications. Projekt wird eine neue Rasse von effektiven Soldaten kreieren. Projekt wird die Manpower und politische Stärke der neuen Generation der Sowjets in den USA shiften, also tauschen, wechseln. Zweitens, Projekt Resource Implications. Verlassene Abwasserkanäle in Nebraska übernehmen, United States. Wird gerade finanziert von dem OKO oder OCO-Budget unter 2809-Autorität. Drittens Projekt Zeitlinie oder Meilensteine. Blaupause der Akte. Abwasserkanäle werden werden umgewandelt in die Basis mit Wissenschaftlern, Test- und Patientenabflügeln. Der Bau beginnt 2005 und wird 2009 komplettiert. Je nach Regierungsbestätigung. Phase 1 setzt in 2009 ein, Phase 2 in 2011, Phase 3 in 2014. Warum ist das eigentlich auf Englisch, wenn es ein russisches Ding ist? Viertens, Projekt Evaluation der Alternativen. Nicht autorisiert. Basis muss geheim gehalten werden unter allen Umständen. Fünftens, Projekt
Übereinstimmung und Support. Agents Proposal, United States Citizen Collect Testobjekte. Also die holen sich Testobjekte aus der amerikanischen Bevölkerung. Russische Wissenschaftler und medizinisches Personal wird in der Basis stationiert, um die Prozedur hier festzuhalten. Sechstens, Projekt Detail. Projekt wird in drei Phasen stattfinden. Phase 1 wird auf Tiere und Bakterien beschränkt. Experimente werden ein System neuer dominanter Eigenschaften herstellen, Charakteristiken und Gene der gelisteten Subjekte. Phase 2 wird auf Homo sapiens beschränkt werden. Phase 2 wird die Psychologie und Methodologie und psychotropische Medizin ausführen. Spezifischer Fokus, bla bla bla, bla bla bla. So, diese, also auf jeden Fall irgendwelche chemischen Ausdrücke. Diese Arbeit wird die Homo sapiens, Cerebrums und Frontal- und Parietal-Lappen des Hirns wird darin stattfinden. Phase 3, darum geht es speziell um das Physische. Die Arbeit wird die Forschung und Entwicklung von Phase 1 weiterführen. Phase 3 wird volle Kontrolle über das psychologische Verhalten von Homo sapiens mit einem Neurochip steuern. Phase 3 wird volle Kontrolle über die physischen Verhalten, über das physische Verhalten der Homo sapiens steuern. Ja, besteht aus Phase 1 oder fußend auf Phase 1 der Forschungen. Physical force will include removal of the occulted. Also denen werden die Augen entfernt. Okay. Das ist krass. Also denen werden die Augen entfernt und die Wissenschaftler erhalten dann die volle Kontrolle über die Homo sapiens, also über die Menschen. Was ist das denn? Ein Hut mit Kabel? Ist das vielleicht das Control Device? Ich weiß ja nicht. So, was muss ich denn überhaupt machen jetzt? Warte mal, muss ich vielleicht wieder ganz zurück? Ah, genau. Ist die Tür? Ja, die ist verschlossen. Warte mal, ich habe noch den Schlüssel. Aha. Das ist ein kleiner Schacht, durch den kann ich überklettern. Ich brauche einen Schraubendreher, um... Ja. Oh, warte mal, das... Nee, das ist keine Tür. Okay. Na, da bin ich gespannt. Was immer auf der anderen Seite liegt, ich will's nicht wissen. Das ist wieder die Abwasserrohre hier, ne? Der bewegt sich nicht. Was hämmert da so? Okay, langsam wird es doch ein bisschen unheimlich. Ist das schon wieder? Weiß nicht, alles würde dieses Ding atmen. Lebend oder nicht, das Objekt zeigt... ja, sieht so aus wie das, was du durch das Fenster gesehen hast und was Wärme abgibt. Okay. Bäh. Der Generator bepowert die Flutlichter überall hier. Und die nicht mit der Hauptenergieversorgung verbunden sind. Ja, die Tür ist mit der Sicherungsbox verbunden und der Strom ist aus. Die Sicherungsbox ist mit der Tür verbunden. Ich muss einen Weg finden, den Strom abzustellen. Wenn ich weiterkommen will. Oh oh, mir wird schon wieder kalt. Okay, hier ist noch eine andere Tür. Gut zu wissen. Was ist das denn? Ist da was drin? Nee. Kotze. Jetzt finde ich ja hier noch was. Oh. Nee, den Spaten kann ich auch nicht mitnehmen. Was war das denn? Eine Keycard. Ah, okay, damit kriege ich die Tür auf.
gucken wir mal trotzdem. Ja, das ist so die Komponente, oder die Maschinenkomponente eines Roadrollers. Aha. Achso, so eine Walze. Ist das so eine Straßenwalze? Was macht das denn hier unten? Wer kotze? Bisschen eklig. Oh, ich hab die Keycard. Okay. Mach ich mal da weg. Für den Fall. Oh, cool, hier ist Strom im Wasser. Aber gut, dass ich eben nichts davon abgekriegt habe. Ist hier irgendwas? So. Waste Treatment. Oh, shit. Also ich soll sprinten und rennen zur selben Zeit. Ich werde sterben, wenn ich nur einen Fuß ins Wasser setze. Jo. Warte, geht's jetzt hier weiter? War das? Alter! War das eine riesige Ratte? Okay, jetzt geht's wohl los, hä? Ist der Strom jetzt aus? Oh, okay, das Wasser hat den Schaltkasten kaputt gemacht, jetzt ist der Strom aus. Nice, dass endlich mal was passiert. Die Tür bewegt sich nicht. Won't budge. Überraschung! Neben all den Dingen, die diese Arbeit... neben all den Dingen in dieser Fabrik arbeitet natürlich der Getränkeautomat nicht. Oder diese Anlage, nicht Fabrik. Ach du Scheiße. Das waren wohl die Nahrungsvorräte. Die Ernährung bestand wohl zu 90% aus Fleisch. Oh, shit. Aber hier, die Sicherungen in diesem elektronischen, diesem Schaltkasten sind entfernt worden. Ich frage mich, wer das getan hat und aus welchem Grund. Okay, ich komme gleich wieder. Drück erstmal kurz weiter. Ach, du Scheiße, wie viel? Oh, das ist genau dasselbe. Kann ich die... Bei Penumbra hat es funktioniert übrigens. Okay, es explodiert schon mal nicht. Krass. Hat echt geklappt. Bohrmaschine. Ein weiterer also Baustellenhelm. Sagt man so. Construction Helmet. Oder Hartschalenhelm, so. It vortrifft. Ja, es scheint wohl. Sie haben wohl die ganze Zeit überall hier gebaut und nicht nur im Wissenschaftsbereich. Ihr müsst überall Helme tragen. Oh, da kommt super heißer Dampf raus. Wenn ich durchgehe, bin ich tot. Oh. Okay. Dampfverbrennungen sind richtig scheiße, übrigens kann ich euch flüstern. Gibt nichts Schlimmeres als kochend heißer Dampf, den man abkriegt. Echt überhaupt? Warte mal, ich will mal testen, ob ich die überhaupt rumschubsen kann. Nee. Ach, dann ist ja super. Ich kann die nicht mal rumschubsen. Wenn ich dagegen laufe. Noch eine Erinnerung, dass ich mich selbst in eine missliche Lage gebracht habe. Das ist derselbe Globus wie vom Eingang. Oder die haben einfach mal faulheitshalber das Asset neu verwendet. Um alles mit hier zu füllen, irgendwie. So eine schöne Thermoskanne mit Blümchen.
handgemalt. Was steht da? Oh, das brennt sich voll in die Retina ein, so dieses grüne Licht. Ein Tape Recorder. Wer auch immer diese Notiz geschrieben hat, muss sein Tagebuch aufgenommen haben. Ich kann nicht mal ansatzweise erahnen, wie die Welt darauf reagieren würde, wenn sie diese russische Einrichtung unter Nebraska finden. Aber hier. Ein Tag 106. Heute. Wurde mir gesagt, dass der Plan geändert ist. Und ich werde wieder Körper transportieren müssen. Dieses Mal so, dass wir Platz haben zum Bauen. Die Katakomben müssen auch versiegelt werden. Der Eingang wird transformiert und wie eine Horrorattraktion aussehen, um kein Aufsehen zu erregen. Wenn ich meinen Job richtig mache, dann könnte es helfen, neue Subjekte hier reinzulocken in die Basis, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen auf die Operation, die hinter diesem gruseligen Willkommensschild hängt oder sich befindet. Es ist ziemlich ironisch, dass die Menschen gewarnt werden durch das Zeichen, aber nur der Horror, den sie erfahren werden, ist schlimmer, als sie sich jemals hätten erahnen können. Eine neue Bedeutung für Körperlager ist definitiv überfällig. Und a new means of body storage, ja, egal. Und sollte wirklich die Effizienz dieses Projekts erhöhen. Während ich das schreibe, machen sie die Lichter aus und tauschen sie gegen Kerzen aus. Alles verläuft nach Plan. Cool. Also ist das alles hier Methode. Ich habe immer noch den Schraubendreher. Eine Box gefüllt mit dem, was aussieht wie Backpulver. Ich vermute, das muss mal so eine Art Nahrungsmittellager gewesen sein. Ja. Guck dir nochmal die ganzen Tierkadaver da an, die da rumhängen. Das sind nochmal kleine süße Gasfläschchen. Was ist das denn? Ein Hebel. Ach du Scheiße, das ist eklig. Ja, es kommt kein Wasser raus, wenn ich den aufdrehe, den Hahn. Keine Überraschung. Ja, Backpulver. Ekelhaft. Boah, das macht mir gerade ein bisschen Angst, das Geräusch. So. Was ist das für ein Hebel? Und wir haben es gelöst. Lunchbox. Okay. Gucken wir erstmal hier. Funkausrüstung. Hello? Can you hear me? Oh, thank the grace of God. I thought I was gonna be trapped in this hellhole forever. Gut, dass die Untertitel so klein sind. Don't worry. I can get us both out of this horrible predicament. But it's not going to be easy. My name is Billy, and I've been trapped behind the thick walls of this cell since the start of the facility's outbreak. If you can find a way to get me out of this cell, I have a key card to the sewer's control room, where we can open the hatch to one of the sewer pipes which leads to the outside world. To my knowledge, the sewer pipes are our only exit. We'll keep in touch. Follow the stairs to the labs for now. Okay, er ist Billy und er sagte, wenn ich ihn da raushole, dann wird er uns beide aus der Anlage schaffen können. Was für schreckliche Lebensbedingungen. Die Angestellten hier mussten ihre eigenen Geräte bauen, um zu trainieren. Das strampelt aber alleine. Ist das nicht ein bisschen komisch? Aber hey, jetzt sind wir nicht mehr alleine hier. Ach, das ist scheiße. Sieht geil aus.
Ich kann es anfassen. Es fühlt sich organisch und extrem heiß an. Trotzdem scheint es nicht so, als würde es mir was antun. Diese Dinge... Die Phase der Experimente, von denen ich gelesen habe, sind die das? Warum atmet er so schwer? Die ganzen Fliegen. Ekelhaft. Wie ein heißer Dampf. Ich kann sehen, wie diese Dinger sich im Wasser bewegen. Ich würde lieber nicht darunter schwimmen gehen. Alter. Das ist ja toll. Okay, es bleibt schon ein bisschen spannend irgendwo, aber ich wünsche mir so ein bisschen mehr Action, wisst ihr? Hallo? I have to be honest with you. I was one of the test subjects. I'm an experiment. But I'm still a damn human. I'm sure by now you've read most of the documents that have been lying around the Infor facility. The Soviets targeted American civilians to create modern-day slaves in order to conquer the U.S. I became one of their guinea pigs. One night, I was walking home after going to the store when an unmarked police car pulled up on the side of me. People dressed like federal agents hopped out and told me to get in the car or they'd shoot me. I was drugged and then woke up in a small dark room. First was the psychological experiments. Trying to get rid of my empathy and emotion. Physiological. Then came the medicine. Trying to get rid of my pain and suppress my nerves. Then came the physical experiments. I was the first human test subject they successfully crossed DNA with. My hands grew into long claws. My teeth grew fangs. I had a wife and kids before this. Don't be scared. I'm just like you. I won't hurt anybody. We must escape and expose Russia for the genocide they have done to the American people. If you leave Info without me, nobody will believe you. Ich könnte die ganzen Dokumente ja auch mitnehmen. Auf jeden Fall, er sagte, er war hier ein Versuchskaninchen. Er wurde einfach so auf der Straße aus dem Auto gezogen. Und die haben gesagt, wenn er nicht einsteigt bei ihnen, dann knallen sie ihn ab. Und durch die Experimente sind ihm lange Krallen gewachsen. Und ja, er wird auf jeden Fall niemandem was antun. Aber er will ja raus. Er hat Frau und Kinder. Also, was auch immer diese Dinger sind, sie sind nicht sehr gut damit, sie das einzusperren, was da drinnen ist. Armer Kerl. Der ist wahrscheinlich total mutiert. Das produziert keine Hitze oder Geräusche. Ist es noch am Leben? War es jemals am Leben? Mir ist wieder ganz schön warm, hä? Achso, Hypothermie. Also ich kann auch überhitzen, ne? Das ist wohl das Ding hier, die Hitze und die Kälte. Ja, diese organische Struktur... Ja, die strahlt keine Hitze mehr ab, bewegt sich langsamer als andere. Es ist tot. Oh. Geht ja auf. Hier ist eine Tür, aber ich brauche wieder eine Keycard und ich habe keine. Ja. Sind das Raketen? Die neue Generation der Sowjeten waren wirklich bereit, in den Krieg zu ziehen. Eintrag 74. Bis zu diesem Punkt haben wir uns nur darauf verlassen, dass unsere sowjetischen Agenten sich selbst als US-Bürger ausgeben. Und ja, einfache, zu gut und wahr zu sein, Jobs an die Zivilisten hergaben. Schockierend, wie viele Menschen... was? Wie viele Menschen denken, sie könnten wirklich ein Vermögen machen oder sich ein Haus leisten, indem sie einfach einem Mann im Anzug folgen zu unserem Büro. Nicht zu erwähnen den Stress, den ich hatte, mich zu versichern, dass die Agenten unbemerkt bleiben, wenn sie die Zivilisten in die Autos zwängten.
aber wir hatten keine andere Option, als Waffen zu nutzen. Unsere letzte Illusion bringt Haufen von Idioten, die nicht mal vermisst werden, an unsere Tür und verschleiert damit unsere geheime Operation. Um das Realität werden zu lassen, haben wir endlose Monate damit verbracht, eine Straße zu bauen, die die Fahrer vom Kurs abbringt. Genau zu dieser gruseligen Attraktion. Nachdem das implementiert wurde, war es Zeit, unsere Radiofrequenz auf die N4-Türme zu lenken, die uns erlaubten, das GPS der Leute einfach umzuleiten. Ach, so machen die das. Wenn sie einmal hier waren, dann sind sie nah an die Frequenzen des Turms gekommen, was das Opfer Hirn gewaschen hat. In ihrem Auto sitzen zu bleiben, bis das Benzin komplett leer war. Wow. Das ist fies, okay, aber es hat bei uns ja wohl auch funktioniert. Indem wir diese Frequenzen imitiert haben, wurde ein Neurochip, ohne ein Neurochip der Person eingepflanzt zu haben, denken sie, dass, ja, sie haben dann das Gefühl gehabt, dass sie aus freien Stücken zur Attraktion gehen. Aber trotzdem hatten sie keine Option, sie hatten keine Wahl, außer diesen Ort hier zu betreten und genau in unsere Labore runterzukommen. Die Horrorattraktion ist eine einfache Fassade, um unsere amerikanische Operation vor neugierigen Schweinchen fernzuhalten, die viel zu viel herumschnüffeln. Krass! Das war alles hier... Oh, da ist eine Karte. Das ist alles so eine Masche gewesen. Beziehungsweise, wir haben halt echt auch so lange im Auto gesessen, bis das Benzin leer war dann. Warte mal, ich will mal gucken, was hier ist. Warte mal, da kam ich her, ja. Heftig. Oh, ich brauche einen Code. Finde den Code für den Aufzug. Gar nicht mal so blöd. Also ich meine, das ist ein Riesenaufwand. Aber wenn es funktioniert, ist es für sie natürlich das Beste, was hätte passieren können wahrscheinlich, ja? Was ist das denn? Irgendwelche Kinderzeichnungen, sieht so aus. Oh, es gibt viel zu lesen. Phase 3 war ein Erfolg. Das Laborteam bei Labor B7 hat erfolgreich die Mutanten-Testsubjekte Hirn gewaschen. Und hat ihnen per Neurochip Aufträge erteilen können. Nach vielen Fehlschlägen in Phase 2 haben wir es endlich geschafft. Wir haben endlich einen Patienten Hirn gewaschen durch den Nutzen von Lysergsäure, Ethylamid, also LSD, ne, diese psychedelische Droge, und haben Nachrichten in ihren Schlaf übertragen durch ein Headset, das mit dem Headset konnte man gerne Gedankenkontrolle erlangen. Ne? Ich überfliege das mal ganz kurz. Also die sind an den Meistercomputer angeschlossen und die Neurotransmitter im Hirn werden von Frequenzen stimuliert. Und als man ein Schwein in das Zimmer von Subjekt 457 gebracht hat, hat es sehr viel Liebe gezeigt für das Tier und Serotonin und Dopamin wurden ausgeschüttet. Als aber in die Amygdala und in den Hypothalamus als sie stimuliert wurden, hat es auf brutalste Weise das Schwein auseinandergenommen und hat die Namen der Mitarbeiter an die Wand geschmiert. Mit Blut und den Fäkalien. Also mit dem Schweineblut und seinen eigenen Fäkalien. Ja, das wurde Nitrous Oxide reingesprüht und das Subjekt hat geschlafen. Aha. Es sieht aber... Aha. Die Phase 1 Experimente sind kreiert aus Bakterien. Und die Anomalie ist, dass sie wachsen und Fleisch, Blut und Extremitäten entwickeln. Sie produzieren Hitze, um zu überleben, genauso wie ein Fisch, der im Ozean lebt. Was persist by living? Achso, der bei aktiven Vulkanen lebt, unter Wasser. Naja. Bla bla bla.
Und Subjekt 36 hat Gliedmaßen entwickelt, die klein genug sind, um zwischen die Ritzen der Schrauben zu kommen, und hat, ja, er hat so angefangen, durch die Trockenwände zu gehen, wurde größer. Und, ja, als jedes andere Subjekt in N4. Obwohl die Phase 1-Experimente zum größten Teil harmlos sind, könnten sie sich als größere Sicherheitslücke in der nahen Zukunft erweisen. Okay. Ja, sie könnten wahrscheinlich über die Angestellten wachsen, um sie dann nachts zu ersticken oder so. Komisch. Ein Blackboard, das die Bakterien von der Phase 1-Experiments zeigt, wie sie Gliedmaßen entwickelt haben, schätze ich. Sorry, ich versuche es echt gut zu übersetzen, aber es ist viel Text jedes Mal. Bisschen anstrengend. Ein Bejahr. Das brummt so unangenehm. E. A. Ist das der Code? T. Eat. Könnte wohl der Code sein. Eat. Heat. Ach, Hitze. Ich schätze mal, das ist der Code. Hitze. Der Text auf dem Stirn ist unleserlich. Und wenn ich an der Knöpfe drücke, dann kommt der Blue Screen of Death. Genau, hier war das. Nee, warte. Weiß ich noch was? Nee. Naja, aber so viele Raketen sind es jetzt auch nicht, um einen Krieg zu beginnen, übrigens. Damit könnte man vielleicht so ein taktisches Ziel zerstören, aber mehr ist da auch nicht drin. Okay, dann H, E, A, T. Access granted. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Oha, ist das dieses... Remain stealthy? Oh nein. Die organische Struktur ist so groß gewachsen, dass das Glas gebrochen ist. Trotz der Dicke des Glases. Er ist mit der Powerbox verbunden. Ja, mit geduckt bleibe ich stealthy, auf jeden Fall. Ich sehe ja nicht mal was. Ich muss den Glowstick draußen lassen, sonst... Was ist das? Okay. Cool. Das habe ich. Was? Also, ich habe das auf dem Boden, auf dem Grund der Karre gesehen. Die Testtypiker könnten das nicht getan haben, oder könnten sie? Ich weiß echt nicht, woher das kommt und was es ist. Thanks.
Krankensicherung. Yay. Ich denke nicht, dass ich rausfinden will, was unter diesem Laken ist. Arme Seele. Sein Schicksal ist schlimmer als meins. Okay, wo finde ich denn den Sicherungskasten? Diese Einrichtung ist so riesig. Hier. Keiner dieser Computer regt sich, wenn man den Power-Knopf drückt. Ist der Strom vielleicht abgestellt? Ohne Scheiß, ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt hergekommen bin. Ach, von hier. Ja. Oh, da kommt was. Oh! Alter! Kommt immer noch hinterher gewackelt. Ich weiß nicht, wo ich diese Sicherung einsetzen muss. Geh einfach mal raus jetzt. Vier Sicherungen fehlen und ich habe drei. Oh, ich habe die vierte. Yes. Da ist es wieder. Ah, ich habe alle vier, du Schwein. Und die letzte. Zack. Yes. Okay. Dem soll bald kommen, dem Vieh. Alles klar. I'm so sorry. I didn't know there were test subjects still in the labs. I understand why you're scared, but I'm in a cell, and I haven't seen what the rest of the facility looks like since the start of the outbreak. I only know about the exit through the sewer pipes because I saw one of the doctors escaping through there during the outbreak before moving me into a different cell. We're almost together. My cell is in the underground tunnels. You're only one door away. Find a way to switch back on the power, because without it, you're gonna be stuck in that room just like I am in this room. Was? Er sagte, ja, ich bin nur eine Tür von ihm entfernt. Was ist jetzt passiert? Warum bin ich gerade ohnmächtig geworden? Boah, geil, hier ist alles zugewuchert. Hier los. Boah. Das ist schon krass. Was, ich bin doch ein verdammter Mensch. Hier plätschert die ganze Zeit, voll geil. Die Frau und Kinder hier vor.
Okay. Ich hab's gerade nicht so ganz kapiert, was das jetzt für eine Sequenz war. War das in seinem Verstand? Ist vielleicht der Typ, diese größte Ansammlung von Masse da? Ist er so der Leviathan von Dead Space? Man weiß es nicht. Ich muss durch den Schock ohnmächtig geworden sein oder so. Was hat mir dieser Albtraum versucht zu sagen? Es ist jetzt schon 2 Jahre und 24 Tage her, seit ich hier in der Einrichtung angefangen habe. Kurz nach Phase 3 wurden 3 Experimente als erfolgreich beendet. Also die wurden als erfolgreich abgeschlossen, aber dann ging irgendwas mit den Neurochips schief. Und die Amygdala und der Hypothalamus wurden weiter stimuliert, also die Überträger. Wir versuchten die Testsubjekte, also die Räuber der Testsubjekte mit Nitrosäure einzusprühen. Aber es gab zu viele davon. Nach Phase 3 sind die Testsubjekte... hatten die 3 Testsubjekte gleichzeitig dieselbe Fehlfunktion. Die Beweise lassen vermuten, dass die Subjekte... dass das Hirn sich quasi in das Wi-Fi eingeloggt hat. Und die haben dann somit Informationen über das Projekt erhalten und haben sie mit den anderen Testsubjekten geteilt über den Cloud-Server. Und sie fanden heraus, was sie wirklich sind. Die Testsubjekte haben ohne Schwierigkeiten die Türen ihrer Kabinen geöffnet und waren endlich frei. Sofort ist der Alarm ertönt und und ich habe die Sicherung entfernt zum Eingang des B7-Labors, sodass sie nicht öffnen konnten, die Türen. Hier verstecke ich mich mit meinen Mitarbeitern in den Untergrundtunneln und wir ernähren uns von den Rationen, die noch da sind. Der Plan ist, den Abwasserkanälen nach draußen zu folgen, in die Welt, da wir damit zum offiziellen Ausgang kommen wollen, aber es ist wahrscheinlicher, dass wir dabei sterben, durch die Hand unserer eigenen Kreationen. Zu diesem Punkt sind tausende von Testsubjekten entkommen. Tausend. Und sie streifen in den Gängen um N4 herum. Das einzige Problem ist, dass die Control-Keycard für die Abwasserkanäle fehlt. Ich und die anderen Doktoren haben den Lead Chief eingeschlossen damit in die Sache. The Lead Chief had something. Also wir vermuten, dass er etwas mit der Sache zu tun hatte, denn er wurde dabei erwischt, wie er Notizen an die Phase 2 Experimente sendete. Er wurde später an Testsubjekt 236 verfüttert wegen dieser Sache. Wow. Ich bin absolut ratlos, was wir jetzt tun sollen. Die russische Regierung will nichts mit uns zu tun haben und mit der Rettung der Mitarbeiter von N4 aufgrund der letzten Entwicklung. Und sie wollen nicht damit in Verbindung gebracht werden. Die Sowjetische Union muss trotzdem... Die hätte niemals wiederbelebt werden sollen. Ekaterina des Neuroscience-Teams von N4. Tja, merkt da mal, wie toll das war, die Idee. Bombage. Ein paar Tablettchen. Die benutzt er jetzt wieder automatisch. Woher weiß er eigentlich, dass es Painkillers sind? Da steht irgendwas in Russisch drauf. Das Zane. Tür ist verschlossen. Das kann er doch gar nicht wissen, was er sich da reinpfeift. Vor allem, die sind wahrscheinlich eh schon abgelaufen, die Dinger. Wahrscheinlich gab es hier verschiedene Generatoren für den Fall, dass die Einrichtung ausfällt. Aber so wie es aussieht, sind die nicht mehr länger benutzt. Die Generatoren. Ja. Ja, ist gut. So, ich habe immer noch den Schraubendreher. Kann ich wohl nicht benutzen. Door won't badge. Okay. Wir brauchen irgendwo einen Schlüssel wahrscheinlich. Also zurück gehe ich auf keinen Fall. Oder? Geh einfach mal in den Aufzug rein. Ah, man muss im Aufzug den Knopf
Also muss den Knopf drücken und dann in den Aufzug gehen, dann bewegt er sich. Das ist so eine dumme Idee, was wir gerade machen. Man müsste einfach nur diese Überträger abstellen, dass das nicht mehr weiter Leute anlockt, im Endeffekt. Erledigt sich das Problem hier nicht irgendwann von selbst, dass die Bakterien keine Nährstoffe mehr haben und einfach krepieren? Oder auch die Testsubjekte? Ist das ein Bohrer? Diese Maschine scheint Kontrolle über die Bohrer zu haben. Aha, es braucht auf jeden Fall Hand- und Fingerabdrücke, sonst kann man die nicht benutzen. Ist schon wieder kalt. Warum gibt's hier diese Bohrer? Aber durchaus interessant, die ganze Thematik. Ich will nicht wissen, wie viele Schläferzellen oder geheime Labore oder Einrichtungen es irgendwo auf der Welt gibt. Von irgendwelchen Organisationen oder Ländern, Regierungen, von denen man nichts weiß und wahrscheinlich auch nicht so schnell erfahren wird. Ich finde das sehr, sehr, sehr bedenklich und krass. Warum ist es schon wieder so kalt? Ja, schon wieder eine Tür. Hoffen wir, dass die jetzt mal auf... Oh, die ist auf schon, sehr gut. Das Ding läuft von ganz alleine. Aha. Wenn ich nur dieses Ding fahren könnte. Oder wenn das nur fahren würde. Hätten wir auch nicht so viel davon, oder? Oh, eine Pickaxe. Was haben wir hier? Notiz. Also nur... mandatory ist, wenn was... unbedingt sein muss. Nicht so wie obligatory, das ist obligat... Nee, umgekehrt. Egal. Mandatory Notice of Dialect. Achso, ja, wichtige Notiz halt. Ne? Also... N4 hier, wir müssen die Leute, also wir erfordern gutes Englisch, bevor sie an die Basis kommen, die Leute. Einige Hinweisschilder sind wohl in Russisch abgebildet, aber es ist trotzdem wichtig, dass man sich selbst bildet und ja, den Dialekt in Amerika, also auf der Dialekt, also man muss den Dialekt loswerden, den Russischen. Es ist notwendig, weil wir hier in N4 amerikanisches Equipment nutzen. Mit in Amerika geborenen Testsubjekten reden und außerdem so tun, als wären wir amerikanische Zivilisten. Weil wir auch mit Zivilisten zu tun haben, die in dieser wunderschönen Einrichtung hier in Nebraska ankommen. Sie müssen auf jeden Fall bei Gavri Zaitsev Englischunterricht nehmen. Sofort. Bitte melden Sie sich für weitere Details. Ja, bla bla. Ist verschlossen. Aha. Ist voll der Klettermax, der Kerl. So. Was mache ich jetzt mit der Pickaxe? Muss jetzt echt nachgucken, wie es weitergeht auf Steam. Und zwar muss man diese Kiste hier zerhauen. Da ist dann ein Kanister drin. Und mit dem Kanister... Stop using to equip. Mit dem hier kann man dann den Generator anfeuern. Ja, super, ne? Was für ein Quatsch eigentlich. So, und dann... geht die Tür hier auf. Ja, toll. Also, hätte ich jetzt unten noch ewig suchen können, wahrscheinlich. Oh nein, sind ja wieder Viecher unterwegs. Ah. Ein Cloth. Lass mich raten. Die Tür ist verschlossen. Da ist wieder ein Keypad vonnöten. Ja. Also der Keycard. Mach's mal weg, das stört sonst ein bisschen. Was?
should find a ventilation room as soon as possible. Ah, okay. War's schon wieder zu warm gerade? Der ist aber auch sehr Kälte, also sehr Hitze- und Kälteempfindlich, der Protagonist. Entweder ist irgendwann schnell zu warm oder ganz schnell zu kalt. Schon verrückt. Das sieht fies aus. Die Laufwege müssten jetzt auch nicht so lang sein, finde ich, ehrlich gesagt. Oh, hier sind noch ein paar Batterien. Einfach mal so das Dynamitfass hochheben, ist auch gut. Ja, sieht aus, als wäre das der Notfallbunker, von dem Billy gesprochen hat. Ist es? Hat er? Es ist wieder viel zu latschen. Hier ist auch noch was. Offensichtlich liegt dann. Wow. I can't believe you made it this far. I'm in shock. There should be an explosive TNT barrel in the emergency bunker. You just have to find the lighter to cause the explosion. Once you blow up the door to my cell, we can use the key card I have to get into the sewer's control room. Bist du sicher, das ist eine gute Idee, Billy? Ich habe das Fass ja eben in der Hand gehabt, aber... Subjekt 114, Billy Campbell, eingesperrt. Dr. Zaitsev. 18. März 2014 übrigens. Es ist fast schon 11 Tage her seit dem Ausbruch der Einrichtung. Der Rest der Überlebenden und ich haben uns entschieden, Subjekt 114 in eine Zelle zu verfrachten in den Untergrundtunneln, wo die immer noch sich im Bau befindet und wo der Ausbruch bevor der Ausbruch stattgefunden hat. Der Grund hinter dieser Entscheidung ist, dass Subjekt 114 das größte Risiko der Flucht darstellt und dann N4 an die Öffentlichkeit bringt. Das wurde herausgefunden, also das wurde so, wie sagt man, das wurde so angenommen, nachdem Billys Freundschaft mit dem Headchef herausgekommen ist. Seine Fähigkeit, Empathie auszudrücken. Subjekt 114 war ursprünglich ein amerikanischer Zivilist von Omaha, Nebraska. Billy war das erste Phase 2 Experiment, das jemals in N4 durchgeführt wurde. In Phase 2 anfangs wurden Neurotransmitter-Chips noch nicht entwickelt. Und es wurden hauptsächlich MK-Ultra-Techniken benutzt, um eine Hirnwäsche durchzuführen. Dies schloss Nachrichtenübertragung ein durch ein Headset während des Schlafes und die Nutzung von LSD, um die Hirnfrequenzen des Opfers zu manipulieren. Man fand heraus, dass dies eine fehlerhafte Methode ist der Manipulation, aber da war der Schaden schon begangen. Billy zeigte Zeichen von extremer Psychose und verschiedene physiologische und neurologische Veränderungen an seinem Gehirn und Körper. Notorious Oxide Subject. Also den Dingern, den Oxiden, die 114 ausgesetzt war, haben auch seinen Körper stark verändert. Das hat dazu geführt, dass Billy nicht wirklich ohne einen Respirator atmen konnte. Nachdem nachdem er sich wieder verbesserte, oder nachdem es ihm besser ging, begann er Begeisterung zu zeigen, seine eigenen Gliedmaßen zu verspeisen oder zu verschlingen. Hä? Die Mutationen in seiner DNA ließen die Gliedmaßen aber schnell wieder wachsen. Andere Mutationen ließen die DNA-Struktur nicht wieder zum ursprünglichen zurückkehren. So wie die langen Klauen, die er hatte. Und es dauerte Monate, um sie zu modifizieren, dass sie wieder in normale Hände wuchsen. Bald schon wuchsen die Klauen aber nach, aber in dieser Zeit
von seinen Armen anstatt aus seinen Händen. Obwohl seine Atmung nie wieder zur alten zurückkehrte, hat sich Billy geweigert, den... Respirator abzunehmen. Ja. Warum heißt es, obwohl seine Atmung nie wieder zum selben... Egal. Subjekt 114 war ein massiver Meilenstein in dem Projekt und es ist sehr schlimm, dass wir ihn einsperren mussten und in den Schlüssel verstecken mussten. Aber es muss wohl getan werden. Es könnte unsere Leben in Gefahr bringen, unser Lebensunterhalt, unsere Zukunft und jedem, der hiermit zu tun hatte. Na toll, der arme Billy. Da hol ich mal das Dynamitfass her. Aber Billy, ich weiß nicht, ob ein ganzes Fass angemessen ist. Das könnte dich ein bisschen töten, wahrscheinlich. Aber wie du meinst, Billy, ist ja deine Entscheidung und dein Leben. Wenn das alles mit Dynamit gefüllt ist, dann... würde ich mal gleich Abstand nehmen. Ich muss jetzt erstmal ein Feuerzeug finden. Wahrscheinlich wieder 10 Minuten hier rumrennen oder so. Ist schon mal ein Lagerraum. Das könnte gut aussehen. Da steht eine Schüssel. Und ein Feuerzeug. Und noch mehr Fleisch. Aber was mache ich da mit dem Lumpen, bitte? So, ich bin wieder da. Billy. Wenn ich das jetzt mache, ohne eine Zündschnur zu haben, werde ich sterben. Durch die Explosion. Ich kann das Dynamit nicht ohne Feuerzeug anstecken. Okay. Ich sag euch, Billy ist tot. Nein, wer hätte das gedacht? Eine verlorene Seele, die einen Freund brauchte. Wahre Überlebender des Horrors von N4. Ich wünschte, ich hätte ihn retten können, aber vielleicht ist es zur Besseren. Hätten die Menschen, die ihn einst geliebten, immer noch diese Liebe empfunden, nachdem sie gesehen hätten, was aus ihm geworden ist. Jetzt können wir diese Tür öffnen. Sehr gut. Aber ich brauche immer noch eine Hand von einem Wissenschaftler. You are selfish. You left me for dead. After everything I did to help you. Er sagte, du bist so
egoistisch. Du hast mich einfach tot zurückgelassen. Obwohl ich dir geholfen habe. Das war nicht meine Absicht. Ja gut, er hat halt sehr große regenerative Kräfte, das haben wir ja gelesen, aber... Ich dachte echt, den hat's jetzt umgehauen. Verdammt, der Zugang ist versiegelt. Ich muss einen Weg finden, sie zu öffnen. Die Luke. Kommt jetzt hier wieder was? Das ist wieder so ein großes Areal. Wie die ganze Zeit. Waste Treatment. Okay. Was? Oh nein! Wir waren doch Kumpel, Billy! Au! Aber wir waren doch Kumpel! Geht die Tür nicht auf. Was sie ihn jetzt verbrennen? In der Waste Disposal? Das will ich aber nicht. Was denn? Diese Technologie sieht futuristisch aus für mich. Ich frage mich, was das macht. Ja. Oh, Sewer Control. There's no internet connection. While it's corrupt, cannot be opened. Na toll. Soll ich das Passwort kennen? Dieses Blut sieht frisch aus. Hätte jemand vor kurzem hierher kommen können? Ah, okay. Ich habe den anderen Computerraum nochmal gefunden. Hier ist auch noch PC. Waste Documentation. Ich überfliege das nur kurz, weil ich glaube, der rennt immer noch da rum jetzt draußen. Bla 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 bla. Stopping. Control with Lips. Ah, mit Feuer. Disposal Exit. Waste Disposal Door Accessibility. Sehr gut. Da ist noch einer. Security Codes. Sewer Hatch. Warte, ich schreib's mir auf. Oh shit. 5, 9, 2, 7. Maintenance. Alles corrupt. Okay. Ich glaube, wir haben's. Jetzt muss ich den Kerl noch da in die Abfallverbrennung locken. Da ist es schon. Oha. Es gibt zwei Seiten Waste Treatment. Hat er gerade in der Tür eingetreten? Hey, Koppel. Wo ist er denn? Hallo? Oh, ich kann zwar ein bisschen Schiss, ne? Aber ich muss ihn unbedingt hier reinlocken. Ich höre ihn. Da ist er. Nein, ich habe Billy getötet.
Oh, Billy, es tut mir echt leid. Wow. Im Endeffekt waren wir jetzt genauso schlimm wie die Wissenschaftler, oder? Und dieses Klopfen. Ist ja richtig ekelhaft. So, Sewer Control. Sehr gut. Alter. Was ist das? Sieht aus wie der... Phase eines Experiments, wo sie einen Körper wachsen lassen wollten. Ah, dieses Bup, 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 Bup ist voll widerlich. Hört sich an, als wäre es hier bei mir irgendwo. Und nicht im Spiel. Oh, yes. Alter. Und wir haben immer noch nicht den Bohrer starten können. Ich bin jetzt ganz allein ohne Billy hier. Was hätte ich denn machen sollen? Der war böse auf uns, der wollte uns töten. Ist das Kacke? Hm. So. Master Computer Innovationen. Hier bei N4 ist der Master Computer im nordwestlichen Teil der Abteilung der Abwasserrohr D8 platziert. Der N4 Mastercomputer war ursprünglich dafür designt worden, als ein anonymer Server, der die Daten der verschiedenen Computer in der Einrichtung bereitstellt. Ja, also als Server halt, ne? Nach der Kreation von Phase 3 Testsubjekten wurde der Mastercomputer also hatte er eine große Renovierung im Design. Der Mastercomputer ist jetzt in der Lage, Neurochips zu verändern über die N4 Kommunikationsserver. Es ist wohl die größte Innovation, die das Projekt seit Start der Phase 1 erhalten hat. Nach diesen Erfolgen wurde beschlossen oder war ja angenommen, dass alles in der Einrichtung eine Art Kontrollintegration über den Mastercomputer vonstatten gehen sollte, sowie Türen, Schalter, Luken, Computer und so weiter. Dadurch wurde das Projekt immer time-effizienter oder zeiteffizienter, indem man die Fehlkommunikation auf ein Minimum beschränkte und alles voll über den Mastercomputer regelte. Ja, schön. Gut zu wissen. Oh, crap. Bäh. Nach Jump'n'Run-Einlagen hier. Ja, immer besser. Im echten Leben könntest du das hier vergessen. Würdest du so abstürzen und runterfallen und sterben mit der Suppe hier. Aber zum Glück habe ich ja damals viel Half-Life gespielt. Jetzt frage ich mich trotzdem, wie soll ich denn in die Untergrundeinrichtung und dann den Bohrer aktivieren? Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder in den Abwasserkanälen, das ist doch schon mal gut. Tür verschlossen. Habe ich denn irgendwas? Ja. Nichts, um eine Tür zu öffnen wahrscheinlich. Shit. Ist ja richtig geil hier. Noch mehr von den Viechern.
Painkillers habe ich ja ein paar. Oh, ein Seil. Ein stabiles Seil. Mach ich dir jetzt in die Arme? Nee. Hinterher. Was ist denn hier? Oh, ich baue ein Seil, dann komme ich hier weg, sagt er. Was? Ich brauche einen Haken, ich kann das Seil nicht einfach. Ach, warte mal. Pickaxe vielleicht? Nee. Das ist der einzige Ausgang, den ich habe, sagt er. Scheiße, ich baue noch irgendwas als Haken, was ich als Haken nutzen kann. Ich find a rope before that. Also ich muss ein Seil finden, bevor das Ding mich tötet. Hier ist aber nix. Doch, ein Haken. Wow. Easy peasy. Ach schon. Das ist aber kein sehr stabiler Haken. Das ist ein bisschen komisch. Die ganze Zeit rennt man da weg von den Viechern. Anstatt dass man ihr mit der Spitzhacke jetzt mal den Kopf einhaut oder so. War aber ein langes Seil, Freundchen. Ist da der Ausgang? Nein, der Ausweg ist verschlossen. Ich muss einen Weg finden, ihn zu öffnen. Piep, piep, piep. Echt, alles super futuristisch aus hier. Viele Wege schon wieder. E-Card. Ist echt super futuristisch. Krass. Oha. Was ist das? Flammenwerfer. A weapon that sprays out burning fuel. Geht aber nicht. So, was mache ich jetzt? Ich kann den vielleicht hier aufladen oder so. Ach so! Ja, ich fackel das Ding einfach ab. Ist okay. Warum auch nicht? Was ist das denn? Hallo, mein Name ist Evgeny Alekhine. Do you remember the note you read in the scientist ward? That was my note. When the outbreak happened, I put my consciousness inside the master computer because it would have been taken from me if I didn't. I couldn't just dispose of my work. Don't you understand? The world was going to remember my name for centuries to come. But that was all ruined by the hands of my own creations when they consumed my mind. My creations had neurochips installed in their brains. The AI had a mind of its own and became sentient, killing off the entire staff of N4. My body may be dead, but my consciousness is not. I have foreseen this a long time ago, and therefore designed my consciousness to be integrated into the master computer like a backup drive. I don't regret it. I feel more alive than I ever have. I control all the doors, all the lights, all the hatches, all the pipes, all the phase 3 test subjects. I feel alive. I was the one who locked the sewer hatch you just attempted to leave through. I'm the one watching you through the cameras, ever since you stepped foot in N4. My creations have to eat to survive. Even after the outbreak, the broadcasting tower's frequencies have still been brainwashing enough people inside for them to devour, just like you. You were supposed to be next, but you made it thus far. So now I have to put an end to you myself before you expose the facility
and get us shut down. Okay, ich wiederhole das mal kurz. Also, er ist der Wissenschaftler von der Notiz vom Anfang. Und die KI hat hier alles übernommen, hat alle Wissenschaftler umgebracht. Und da sie aber diese Neurochips getragen haben, die Leute, haben die das mitgekriegt und haben alles platt gemacht, das ganze Personal. Er hat aber sein Bewusstsein in den Supercomputer geladen, weil er schon wusste, dass das passieren wird vor langer Zeit. Und ja, jetzt sagt er, er will immer noch genug Leute anlocken, weiter Experimente sozusagen durchzuführen und muss es jetzt selbst ausschalten. Oh! Alter! Oh! Ich kann es benutzen, aber jetzt ist egal. Okay, da bin ich. Ich kann es abfackeln. Alter, die sieht aus wie so eine Doom-Kreatur. Mother Brain! Mach deinen Scheiß kaputt! Auch noch. If I can't live, you can't either. You're no hero. You killed Billy. The same soul helped get through this terrible predicament. I'm putting the whole facility into lockdown. You may have kept the sewer hatch open, but will you make it there in time? It's only a matter of seconds before all the doors at Infor become permanently locked. Don't forget my name. FG. Er sagte, du hast den verloren, oder du hast den getötet. Ja, du hast Billy getötet und... Oh mein Gott. Ja, jetzt sagte er, die Tür wird sich bald für immer schließen, du hast 30 Sekunden, na dann... Reden? Ja, sorry, was hätte ich machen sollen? Ich meine, ich hätte Billy wahrscheinlich leben lassen können, aber... I'm not buying that. Nope. Not at all. Ja, ich kauf's dir nicht ab, überhaupt nicht. Do you mean to tell me, there was an underground Russian base covered up by a horror attraction? Get out of here. I think those bath salts we found in your system have finally tainted your sober mind. Wow. You know what you did? You burned down a building out there in rural Nebraska, and you're not even enough of a man to own up to your own actions. When the police arrived, it was completely burnt down to the ground, and you're going to pay for that. Als ob. You wanted a story to write about for your book, and you got one. Let's see how your career as a journalist goes when you're sitting in a cold cell. You got a story, all right. Tell your story to the judge, you sick freak! Okay, er sagte, du hast ein Gebäude abgefackelt. Wir glauben dir das nicht, ne? Das... Wow, das ist das Ende. Er sagte, wir glauben dir nicht, dass du da eine Basis gefunden hast. Was für ein Schwachsinn. Du hast einfach nur Gebäude in Nebraska abgefackelt und dafür wirst du jetzt bezahlen. Jetzt kommst du in den Knast. Und er sagte auch, alles ist komplett abgebrannt. Da gibt's keine Beweise, gar nichts. Deswegen sagte ich, als ob da nichts mehr zu finden ist. Also komm. Benjamin Matthew Goodwin. Also mir hat's gefallen, mir hat's echt gut gefallen. Das war so ein bisschen Mix aus Amnesia und Penumbra. Also im Guten natürlich. Echt nicht schlecht. Und die Story war jetzt auch nicht so kacke, dass sie halt Experimente durchgeführt haben, mal wieder in einer geheimen Untergrundbasis. Und dass alle gestorben sind aufgrund der KI. Ja, was soll ich sagen? Also es war jetzt... Ich weiß gar nicht, ich muss halt ein bisschen zurechtschneiden, weil ich will da so ein bisschen mehr Pep reinbringen, dass es nicht so ein langsames Gameplay ist, ne? Und ja, hat mir persönlich, wie gesagt, gut gefallen. Ihr könnt mir eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt verabschiede ich mich schon mal und möchte euch gern noch meine Unterstützer vorlesen. So wie ich das ja gesagt habe, die kommen jetzt am Ende des Videos. Auf jeden Fall danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin der Bruger. Und wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Und zu guter Letzt bedanke ich mich natürlich noch bei meinen Kanalmitgliederinnen und Mitgliedern. Es wären Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani1407, Bex King 1990, Bienchen Maya,
Bluefire 486, Burger Bun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dragmoon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, J.S. Cassie Feenstaub, Ligi, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Lord Wampe Teddy Jr., Luigi, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Kitschan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Pupo Fischpup, Raik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen OT, Shane TSGTV, Sidewhites, Surly Solotte, Sophia Möpp, Stanimir Stadev, Tami, Vantan und Wölfchen 0909.